dann geht's mal weiter. Also ja, wir müssen irgendwie zu den Piraten gehen, auf jeden Fall. Die Höhle klang natürlich auch interessant im Nordwesten. Hier sind die Berge. Meinte er die? Das hier ist eine Höhle im Nordwesten. Oder ist das schon zu weit in den Bergen? Das hier ist ja das Tal. Und hier sind die Piraten. Da muss man tatsächlich irgendwie einen Weg hinfinden. Würde ich fast sagen, gehen wir jetzt hier einmal wieder. Doch, wir gucken, ob wir uns hier ein bisschen durch den Wald schlagen können. Mal gucken, ob wir den Jaguar finden. Goldklee. Achso, und wir müssen natürlich noch das Fleisch braten. Okay, dann holen wir uns erstmal hier die Schweine. Oh, jetzt kommen gleich beide angelaufen. Aber das sollte kein Problem sein. So. Mal drauf da. Sehr gut. Das ist schon hilfreich, dass Patty dabei ist. Da ist das Schwein. Dann einmal runter und gucken, dass wir das Fleisch braten können. Ja, vielleicht brauchen wir auch erst eine Pfanne oder so dafür. Ich weiß es nicht. Das war ja, glaube ich, bei 1 so. Was ist denn hier Schönes? Schade, keine Kiste. Aber Pulvermohn. Das ist natürlich nicht zu verachten. So. Gibt es hier denn überhaupt ein Feuer? Die haben ja nichts. Die haben ja echt nichts hier. Was? Lass mich bloß in Ruhe. Okay, wir haben fertig. Na gut. Sehr blöd. Kein Feuer. Haufen rohes Fleisch dabei, aber wir können nichts mitmachen. Speichern. Dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Auch wenn es unser Verderben sein wird. Können wir hier nochmal wieder ein bisschen runtergehen. Makibeere. Und da ist ein Affe. Ein Krallenaffe. Da sind viele Krallenaffen. Können wir was gegen die ausrichten? Ja. Äffchen geht auch. Alles kein Problem. Oh, die bringen nicht mal Fleisch. Aber gut, immerhin Erfahrungspunkte. Das ist besser als nichts. Und wieder zwei Schweine. Ach, das holt sich sogar. Na, sollten wir jetzt ausweichen. Na komm, trifft das Schwein. Nicht so. Du sollst das Schwein treffen. Einsteiger, 10 Punkte. Yeah. Und der Finisher. So. Warzenschwein. Nehmen wir doch alles mit hier. Und nochmal ein Proviant. Das ist wichtig. Und wir sollten auch nochmal eben hier wieder ein... zwei davon essen. Und speichern vor allem. Ach, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Nein, Mirmod, der ist nicht daneben gegangen, der Finisher. Der hat voll getroffen. Hm. Geistergrille. Jetzt habe ich hier schon wieder die Orientierung ein bisschen verloren. Müssten wir hier schon nach Norden gehen. Luftbewegung war tödlich, genau. Oh, da ist der Jaguar. Hm. Den haben wir schon mal gefunden. Mit dem legen wir uns mal besser nicht an. Und da komme ich schon wieder zurück zur Plantage. Gut. Da kommen wir erstmal nicht weiter. Mit dem Jaguar möchte ich es jetzt noch nicht aufnehmen.
nehmen wir den schwarzen Oleander noch mit. Also die Pflanzen hier sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Was ist da hinten? Nichts. Na gut. So, Fallschaden sollten wir jetzt vielleicht nicht provozieren. Bin noch mal gespannt, ob das Spiel jetzt hier so ein bisschen besser ist, was Bugs angeht. Der erste Teil war ja schon sehr verbuggt. Zum Teil. Eigentlich würde ich ja ganz gerne auch noch mal reingehen. Aber irgendwie fürchte ich, dass wir da nicht reinkommen. Doch. Ah, die Kiste ist verschlossen. Das ist natürlich blöd. Aber Patty geht einfach so rein, da sagt er nichts. Okay, die können wir aber auch noch nicht knacken. Da müssen wir später nochmal wiederkommen. So, und hier im Nordwesten soll ja eine Höhle sein. Da sind wieder Äffchen. Ach, das tut mir so leid. Aber hey, Erfahrungspunkte. Das ist schon gemein. Markibären. Also Markibären sind hier echt wichtig. Das sieht schon fast ein bisschen aus wie bei Elex hier. Der erste Hinweis. Oh, was ist das denn? Na, ich glaube nicht, dass wir es mit dem Ding aufnehmen können, oder? Termite. Daneben. Okay, der haut schon ganz schön zu. Aber das geht. Denn wir können auch zuhauen. Nicht so. Genau. Genau, Patty. Du sagst es. Speichern. Unbedingt speichern. Und eine Kiste wartet als Belohnung. Mit einer Fackel, 10 Schrot und 20 Gold. Ich könnte mir auch mal so eine Fackel steinharte Gaganuss. Chance auf K.O. Schmutzige Tricks. Reichweite 8 Schritte. Härter als Stein, viel härter als Stein. Benutzbares. Fackel. Kann ich hier nicht rüberziehen? Doch. So. Dann können wir hier mal ein bisschen Licht spendieren. Dann sieht man auch ein bisschen mehr. So, ich kann sie aber nicht wieder wegpacken. Was einmal brennt, brennt. Na gut. So, dann hatten wir das schon mal. Gehen wir wieder zurück. Sprechen wir vielleicht mal mit dem Gefangenen, dass wir hier schon mal das Handtuch, wollte ich gerade sagen, das Kopftuch haben. Das könnte man vielleicht auch mal anlegen, das Kopftuch. Kopftuch eines Piraten. Einschüchtern plus 5. Ist nicht kugelsicher, aber deutlich klingenfester. Nehmen wir das. Perfekt. Und das setzt er sich auch auf. Das Kopftuch. Okay, okay, da müssen wir natürlich noch die Baracke finden. Wo die Schuhe stehen. Das wird auch noch interessant. Da habe ich noch keine wirkliche Idee, wo das sein könnte. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Vielleicht ist es das. Okay, das bringt uns noch nichts. Dann wandern wir mal in diese Richtung weiter. Ein Bett haben wir ja auch noch nicht, wo wir übernachten können. Oder? Doch, da hinten war doch was. Dann würde ich sagen, schlafen wir einmal bis zum nächsten Morgen. Dann ist wieder Tag. Dann wird es nicht zu dunkel. Und... ja.
Und wir haben wieder volle Lebensenergie. Das ist vielleicht auch nicht zu verachten. Bis zum nächsten Morgen. So, Patty ist schon wach. Natürlich. Okay, dann gehen wir mal in diese Richtung, Richtung Osten, Richtung Piraten. Was ist hier? Nix. Okay. Huch, die Bäume sahen hier ein bisschen komisch aus. Und sind das die Baracken? Müssen wir vielleicht doch wieder bis zur Nacht schlafen. Sind hier die Schuhe zu finden? Mal gucken. Vascos Turm gefunden. Hallo Vasco. Was machst du denn hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin mit dem Schiff angekommen. Wenn du weiter nach Osten willst, gebe ich dir einen guten Rat. Geh nicht durch das Dschungeltal. Das ist viel zu gefährlich. Die Höhle hier oben führt dich zu einem Pass über die Berge. Das ist der sichere Weg. Ach, der sichere Weg. Was ist am Dschungel so gefährlich? Da gibt es Jaguare. Die Biester springen dich an und dann ist es ruckzuck aus mit dir. Aber wenn du richtiges Pech hast, begegnest du den entlaufenen Sklaven. Die freuen sich über jeden Weißen, den sie aufspießen können. Ich habe mal einen von ihnen am Rand des Dschungels gesehen. Er war angemalt und bewaffnet, sah zum Fürchten aus. Als ich gerade auf ihn anlegen wollte, war er verschwunden. Schätze, er wollte, dass ich ihn verfolge. Wahrscheinlich haben die Wilden mittlerweile überall Fallen errichtet. Tja, das ist natürlich nicht so nett. Erzähl mir mehr über den Pass. Du gehst einfach durch den Höhleneingang hier oben und folgst dem Weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu weit nach Norden in die Berge zu gehen. Wenn du zu einer Brücke kommst, musst du auf die andere Seite. Auf der anderen Seite der Insel befindet sich irgendwo das Piratennest. Geh auf keinen Fall nach Norden. Warum? Was ist im Norden? Die Höhlen dort sind mordsgefährlich. Dagegen ist der Dschungel als Spaziergang im Park. Wir haben einen Kundschafter hineingeschickt und draußen am Eingang gewartet. Plötzlich kam irgendwas Großes aus dem Nichts und hat ihn sich geschnappt. Wir sind nur noch gerannt, bis wir wieder auf den Feldern waren. Ich sage dir, das Ding war riesig. Geh da bloß nicht hin. Gut, das müssen wir wohl später machen, aber dann haben wir jetzt ja unseren Fahrplan. So, hier ist noch ein Kraut. Darf man hier rein? Benimm dich hier! Darf man nicht. Dann gehen wir erstmal hoch. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Ja, aber hier ist auch nichts. Okay. Ja, dann können wir hier nicht so viel machen, außer wir versuchen wieder zu schleichen. Ganz unauffällig. Sehr gut. Wein. Fisch. Die Kiste ist verschlossen. Bett. Ist was im Schrank? Nee. Gut, aber das hat sich, glaube ich, schon wirklich rentiert. Das wäre da die 500 Gold. Hallo und Schleichspieler, das geht nicht schief. Stimmt. Geht gut. So, auf Norden sollten wir auf gar keinen Fall gehen. Hier ist die angesprochene Brücke. Dann gehen wir doch den sicheren Weg erstmal entlang. Speichern wir nochmal. Speichern ist wichtig. Blutwurzel. Und wieder ein paar Affen. Drei Stück. Speichert jetzt hier sogar selber. Zugehauen. Ich bin mit der Pistole aktuell noch so ein bisschen sparsam. Ich weiß nicht, wie gut man hier Munition bekommt. Aber ich fürchte, hier müssen wir jetzt doch mal... Au. Sehr gut. Die ist halt schon sehr mächtig, die Pistole. Die ist schon sehr, sehr mächtig. Schade, dass wir keine Affen essen können.
Oh, und da sind die Wilden. Wir sind schon im Dschungel. Oh, wir sollten noch gar nicht in den Dschungel. Mich würde jetzt aber trotzdem mal interessieren, was die so können. Also speichern. Und mal gucken. Caracas! Caraca, Karate, was? Oh. Oh, die können schon was. Oh. Oh, die machen sehr coole Moves auf jeden Fall. Komm schon. Au, au, au. Eins haben wir schon, einmal haben wir schon. Zah, daneben, nein. Okay. Den letzten kriegen wir auch noch. Bisschen blocken auch mal zwischendurch. Bäm. So. Sehr gut. Drei Wilde haben wir. Einen Kopf. Dann müssen wir gleich nochmal zurückgehen. Und uns unser Gold abholen. Zweiter Kopf. So, wo liegt jetzt der dritte? Da. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir damit einmal wieder zurück. Und holen uns unsere 300 Gold ab. Hallo Pit, schönen guten Abend. So, und China schreibt hier schon fleißig Challenges. Ich bin zu weit gegangen. Da gucken wir aber hier nochmal in den Topf. Ist das eine Falle? Trauen dem Braten nicht. Nö. Ausnahmsweise keine Falle. Okay. So, müssen wir einmal kurz gucken. Wir müssen jetzt einmal erstmal nach Norden gehen. Und dann nach Westen. Und eigentlich wollte ich ja zum Pass. Hat irgendwie nicht so funktioniert. So, Pistolen-Challenge 1. Spiele das Spiel ohne die Pistole zu nutzen. Pistolen-Challenge 2. Spiele das Spiel ohne Nahkampfwaffe und Zauber. Ich glaube nicht, China. Ich bin ja froh, wenn ich es so schaffe. Aber vielleicht sollte das ja wohl möglich sein. So, scheitert er nur wieder an meinen Orientierungssinn. Dann werde zumindest Pirat. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch wieder verschiedene Fraktionen gibt, die man sich anschließen kann. Also er scheint ja Pirat werden zu wollen. Warum hat er sonst die Piratenkleidung dabei? Das muss ja einen Grund haben. Ich will Feuerwehrmann werden. Hm. Okay, Ossel. Das ist gar nicht so schwer, glaube ich. Freiwillige Feuerwehren freuen sich, glaube ich, über jeden, den sie kriegen können. So,